Didakta TV mit dem dritten Messetag in 100 Sekunden. Schon früh am Morgen standen die Kleinsten wieder im Mittelpunkt und die, die sich um sie kümmern, die Erzieherinnen. Nur gesunde Erzieherinnen können dafür sorgen, dass es Kindern gut geht, erklärte Norbert Hocke zum Auftakt des heutigen Kita-Kongresstages mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Das, so der Experte, betreffe neben den fachlichen Anforderungen auch ganz praktische Dinge. Etwa, dass die Möbel zur Körpergröße der Erzieherinnen passen. Gelungene Beispiele dafür werden auf der Didakta präsentiert. In diesem Jahr beinahe an jedem Messetag präsent Hirnforscher und Neurobiologen. Mit Belohnung und Bestrafung jemanden dazu zu bringen, dass er sich auf eine gewünschte Weise verhalte, das nenne man noch immer Unterricht und Erziehung. So die provozierende Aussage des Göttinger Neurobiologen Professor Dr. Gerald Hüther. Mit Blick auf die Grundschulempfehlungen nach dem vierten Schuljahr sprach er von einem Druck, der krank mache. Integration ohne Bildung ist nicht möglich, war das Fazit einer Podiumsrunde mit Cem Özdemir. Seine Forderung, ein Mehr an Bildungsgerechtigkeit, erfordert auch mehr Selbstständigkeit der Schulen, auch in Strukturfragen. Lebenslanges Lernen und Weiterbildung, dafür sind mehr denn je die passenden Konzepte gefragt. Die Besten wurden heute mit dem Weiterbildungsinnovationspreis des Bundesinstituts für Berufsbildung ausgezeichnet. Überhaupt spielt Weiterbildung auf der Messe eine große Rolle. So die Beobachtung von Institutspräsident Manfred Krämer. Klar, dass Weiterbildung immer wichtiger wird, eben gerade auch wegen der demografischen Entwicklung, aber auch wegen der schnellen technologischen Veränderung, dass jeder sich während seines ganzen Arbeitslebens ständig weiterentwickeln muss. Auf der Messe heute auch Film- und Fernsehprominenz. Schauspieler Hannes Jennecke gab Auskunft über seinen persönlichen Bildungsweg, berichtete von seinem Engagement für den Tier- und Umweltschutz und brachte dazu eine konkrete Empfehlung mit. Wofür ich schwer plädiere, dass man einfach echt ein Fach einführt, das da heißt Umweltschutz. Das wird jetzt so ein bisschen Biologie abgetan, ein bisschen Erdkunde und das verstehe ich nicht. Ich glaube, wenn wir echt nachhaltig denken, handeln, produzieren wollen, muss man das Kindern auf der Schule beibringen. Dazu braucht man ein Fach, das da heißt Umweltschutz. Dritter Messetag ist zugleich Messehalbzeit. Der Geschäftsführer des Didakta-Verbandes, Reinhard Koslitz, mit Zwischenbilanz und Ausblick. Zur Halbzeit sind wir inhaltlich wie auch zahlenmäßig sehr zufrieden. Wir hatten heute Nachmittag die 50.000er-Grenze übersprungen. Wir sind mit den allen Veranstaltungen, die bisher gelaufen sind, Städtetag wie auch UNESCO-Tag, Hochschultag, die Foren, alle waren überdurchschnittlich gut besucht. Wir werden am Samstag sehr viel für Eltern bieten. Wir werden sehr viel für Eltern an Informationen weitergeben können. Und wir werden sehr viel an Aktionen machen.